Willkommen bei der Belagerung von Toulon. Hier lernen Sie die Grundlagen, wie Sie das Kommando einer Armee auf dem Schlachtfeld führen. Sie haben die Führung über Napoleons französische Armee erhalten. Ihre britischen Gegner sind im und um das Fort herum verteilt. Ihre Aufgabe besteht darin, die britische Armee aus Toulon zu vertreiben. Wählen Sie zuerst Ihre Kanonen an. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Kanone. Bewegen Sie jetzt die Maus über eine feindliche Einheit und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um Ihren Kanonen den Befehl zum Angriff zu geben. Apportez tir! Während Sie den Feind mit Artilleriefeuer eindecken, üben Sie das Bewegen der Kamera nach oben und unten, indem Sie das Mausrad drehen. Alternativ können Sie auch die Tasten Y und X verwenden. Halten Sie den Druck aufrecht, indem Sie Ihre Kanonen konstant auf den Gegner feuern lassen. Wenn Sie Verluste erleiden, sinkt die Moral. Sie haben eine feindliche Einheit erfolgreich in die Flucht geschlagen. Wenn es Ihnen gelingt, alle Feindeinheiten zu vertreiben, gewinnen Sie die Schlacht. Mit den Tasten W und S bewegen Sie die Kamera rückwärts und vorwärts, während Sie sie mit A und D nach links und rechts bewegen. Sie können die Kamera drehen, indem Sie das Mausrad gedrückt halten. Alternativ können Sie auch die Tasten Q und E verwenden. Probieren Sie es aus. Wählen Sie eine Linieninfanterieeinheit per Linksklick oder klicken Sie auf die Einheitenkarte im Übersichtsfenster unten im Bild. Per Doppelklick richten Sie die Kamera automatisch auf die betreffende Einheit aus. Klicken Sie jetzt mit der linken Maustaste auf das Feuerfreifeld im Übersichtsfenster unten im Bild. Diese Einheit feuert jetzt automatisch auf feindliche Einheiten in Reichweite ihrer Musketen. Per erneuten Linksklick auf dieses Feld wird der Befehl aufgehoben. Einheiten befinden sich standardmäßig im Feuerfrei-Modus. Während gegnerische Truppen mit gebrochener Moral zurück in den Kampf eilen können, sobald ihre Entschlossenheit wiederhergestellt wurde, haben diese britischen Truppen jeden Kampfeswillen verloren. Lassen Sie sie um ihr Leben rennen. Sehr gut. Sie haben die erste Angriffswelle der Feinde abgewehrt und sie in die Flucht geschlagen. Klicken Sie, um die Geschwindigkeit Ihrer Einheit zu erhöhen, klicken Sie auf das Laufenfeld im Übersichtsfenster. Oder klicken Sie doppelt mit der rechten Maustaste, wenn Sie einen Bewegungsbefehl erteilen. Wenn Sie die rechte Maustaste gedrückt halten und mit der Maus an das gewünschte Ziel gehen, können Sie Breite, Tiefe und Ausrichtung Ihrer Truppen einstellen. Mit Hilfe der Felder drehen, Breite erhöhen und Tiefe erhöhen unten am Bildschirm können Sie ebenfalls Formation und Ausrichtung Ihrer Einheiten einstellen. Jede Einheit verfügt über einige Sonderfähigkeiten, die Sie während eines Gefechts einsetzen können. Die Fähigkeiten stehen unten am Bildschirm zur Auswahl und reichen von taktischen Formationen bis hin zu verschiedenen Explosivgeschossen. Es nähert sich eine zweite Angriffswelle. Halten Sie Ihre Einheiten in Deckung, damit Sie dem Feind gegenüber im Vorteil sind.
Sie haben die Briten stark dezimiert. Klicken Sie auf das Nahkampffeld in der Einheitenübersicht. Bewegen Sie jetzt die Maus über eine feindliche Einheit und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um sie im Nahkampf anzugreifen. Per Doppelklick erfolgt ein Sturmangriff. Diese Männer bleiben im Nahkampfmodus, solange das Feld angewählt ist. Klicken Sie erneut darauf, um den Nahkampfmodus zu deaktivieren und dafür zu sorgen, dass Ihre Männer beim nächsten Angriffsbefehl auf den Gegner feuern. Napoleon hat sich für den finalen Vorstoß zu ihren Truppen gesellt. Setzen Sie Napoleon klug ein und schützen Sie ihn gut. Seine Anwesenheit im Kampf steigert die Moral der eigenen Einheiten in der Nähe. Auch Ihr General verfügt über die Sonderfähigkeiten Sammeln, die Fähigkeit, die Moral ihrer Einheiten im Einflussbereich des Generals kurzzeitig zu steigern, und Motivieren, die Fähigkeit, Moral, Nahkampfstärke und Präzision einer bestimmten Einheit kurzzeitig zu steigern. Die von diesen Fähigkeiten profitierenden Einheiten werden eindeutig gekennzeichnet. Setzen Sie die soeben erlernten Befehle ein, um den Rest der britischen Armee in die Flucht zu schlagen. Suisse attend les ordres.